Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Final Fantasy VII. Auf der Suche nach Wedge sind wir auf das geheime Labor von Shinra gestoßen und haben dort mit Cloud Erinnerungsfetzen seiner Vergangenheit gesehen. Das heißt, mit Cloud scheint da irgendwas nicht ganz so zu stimmen. Ey, weiß es natürlich, aber ich versuche jetzt hier mal so wenig wie möglich zu spoilern, denn eines Tages kommt vielleicht der nächste Remake-Teil und dann wer weiß. Irgendwann erfahren im 5. Remake, keine Ahnung. Nun ja, wir sind jetzt auf dem Weg zum 7. Himmel mit Wedge zusammen und schauen, wie unsere Bar aussieht. Viel Spaß! Hinter dem Spalt. Dann bringen wir Wedge mal hier weg. Schade, dass ich nicht Cloud spielen kann. Wieso spiele ich jetzt plötzlich die ganze Zeit Barrett? Seltsam. Ich weiß auch gar nicht, wohin wir ihn bringen sollen. Kümmere dich um Wedge. Ich warte hier auf die anderen. Wedge ist noch am Leben. Es gibt also Hoffnung. Also jetzt suchen wir die anderen. Hab oben auf dem Pfeiler mit Jesse und Bix geredet. Ich weiß, wie es um die beiden steht. Ich glaube nicht, dass sie... Hör auf! Sie sind zurück beim Planeten. Aber wir brauchen sie doch hier. Wir müssen kämpfen. Das würden sie uns sonst nie verzeihen. Ziemlich schwer. Albtraum ohne Erwachen. Wisst ihr, wenn ich Barrett immer so ansehe, ich weiß nicht wieso, aber ich habe immer so im Gedanken so ein Bild, wie es unter seinem Arm aussieht, wie da einfach so ein jämmerlicher, weiß nicht, Muskel noch existiert, den er einfach mal so um einen Hebel gespannt hat, der dann der Auslöser ist für die Waffe, keine Ahnung, wieso ich da immer dran trinken muss. Ah, kriege ich jedes Mal Gänsehaut bei, wenn ich daran denke. Man muss also quasi nur einmal kurz seine Faust ansparen, sozusagen, danke. Und dann geht's los. Wir schulden Ihnen was. Bei uns ist es nicht sicher. Als würde ich einen Verletzten aus dem Haus jagen. Elmira, wir müssen Aeris befreien. Nicht schon wieder das. In einem geheimen Labor macht Shinra Tests an Menschen. Ich kenne Shinra besser als sie. Und ich glaube nicht, dass sie Aeris nur Fragen stellen wollen. Sie würden die letzte Nachkommen des alten Volks niemals lebend gehen lassen. Die Experimente leitet ein Mann, dem Menschenleben egal sind. Schluss damit! Aber... Ich brauche etwas Zeit zum Nachdenken. Sicher seid ihr erschöpft. Wir sollten uns alle ein wenig ausruhen. Jetzt kommen wir zu dem Part, wo ich das Viech vermute. Also die rote Gefahr. Ja gut, vermuten nicht, also höchstwahrscheinlich ist er da. Zu 100%. Oh. Eine Kiste, die gelootet werden will? Kann das sein? Verdammt. Oder war sie ganz oben, die Kiste? Ja, die Kiste muss hier oben sein. Ich spüre sie. Verdammt.
Die ist im anderen Zimmer. Okay, ich muss irgendwie ins Zimmer reinkommen. Das Bett ist leer. Nur die Kiste ist da. Scheiße, Mann. Ich komme da nicht hin. So, was ist hier unten los? Hä? Ist ja gar keiner. Sind die draußen bei den Blumen? Da, tatsächlich. Kannst du nicht schlafen? Du auch nicht? Hatte Schritte gehört. Oh, hab ich dich geweckt? Soldaten schlafen nicht tief. Diese Blume damals. Hattest du also von Eris? Oh. Ich wusste doch, da stimmt was nicht. Dass du mir eine Blume gibst. Sie steht für ein Wiedersehen, nicht wahr? Ich habe extra nachgeschlagen. Ich hatte mich so über diese Blume gefreut. Und jetzt ist sie auch verschwunden. Mein Zuhause. Die Bar. Alles weg. Wie unsere Heimat. Laut. Du tust mir weh. Tut mir leid. Aber heulen macht jetzt auch nichts besser. Wenn es dir hilft. Danke. Erst Marlene und dann Wedge. Ich stehe tief in ihrer Schuld. Sagen Sie mir, wenn es etwas gibt, was ich für Sie tun kann. In Zeiten der Not hilft man sich. Elmira? Ich habe darüber nachgedacht. Ich glaube, sie ruft mich. Deshalb... Cloud hat recht. Eris braucht uns. Ich will ihr helfen. Wir sind Freunde. Ich habe es immer verdrängt. Ich wusste, dass dieser Tag irgendwann kommen würde. Und trotzdem. Bitte, rettet meine Tochter. Lenchen. Gehst du weg? Es tut mir leid. Du musst jetzt tapfer sein.
Ich würde so gern bei dir bleiben. Wirklich. Aber Papa wird gebraucht. Da sind Bösewichte, die unsere Welt zerstören. Papa kämpft gegen diese Bösewichte. Ich muss den Planeten und die Menschen in den Slums vor ihnen beschützen. Darum muss ich gehen. Das Mädchen, das dich gerettet hat, braucht jetzt nämlich unsere Hilfe. Schließlich muss ich mich auch noch bedanken, nicht wahr? Weißt du, dieses Mädchen... Ja? Geh ihr helfen. Das mache ich. Du kommst zurück, oder? Klar, wie der Wind. Gut. Ich warte hier. Barrett. Sie versteht das. Los! Machen wir Shinra die Hölle heiß! Vergiss nicht, warum wir gehen. Schon klar. Wir gehen, um Aeris zu retten. So. Jetzt treffe ich meinen besten Kumpel. Wie sollen wir denn auf die Platte kommen? Züge fahren schließlich keine. Dann laufen wir halt entlang der Schienen. Völlig ausgeschlossen. Im Ausnahmezustand können wir alle bekannten Routen und Wege vergessen. Was schlägst du dann vor? Kennt einer von euch einen Geheimweg? Wir nicht, aber jemand anders garantiert. Corneo. Okay. Das heißt, wir landen wieder unten, oder was? Was war das? Schrittzähler. Schritte, Ziel 5000. Okay. 5000 soll es also sein? Wie viel habe ich jetzt? Habe ich schon 1000? 17. Das ist ja easy. Ich laufe sowieso immer unnötige Wege. So, wir müssen jetzt zu Corneo, aber ich würde trotzdem noch gerne versuchen, den anderen Weg einzuschneiden. Und jetzt ist es Tag. Die Kinder müssten doch da sein, oder? Hey, Leute! Alle mal herhören! In ihrer wilden Zerstörungswut hat die Gruppierung Avalanche Reaktor 1, 5 und dann auch noch 7 in die Luft gejagt. Doch diese Möchtegern-Ökokriege haben keinen blassen Dunst von Sprengsätzen. Das Ergebnis? Sektor 7 in Trümmern. Außerdem hängen diese Verbrecher nuckelt am Geldbeutel von Wutai. Die edlen Ziele, die sie vorgeben, sind eine billige Fassade. In Wirklichkeit sind sie nur Handlanger. Geschickt von Wutai, um einen neuen Krieg anzuzetteln. Jetzt wisst ihr es. Das waren die neuesten Neuigkeiten frisch von der Platte. Macht 5 Gil. 5 Gil macht das. Ist das wahr? Hinter all dem steckt eigentlich Wutai? Diese Schweine, die wollen doch nur unser Marco. Bricht jetzt etwa wieder Krieg aus? Wir müssen uns gegen Wutai zur Wehr setzen. Hey, 5 Gil! Informationen wachsen nicht auf Bäumen. Vor allem falsch. Wir arbeiten nicht für Wutai. Wenigstens diese Lüge muss ich klarstellen. Denkst du, das interessiert die? Dass uns überhaupt noch jemand zuhört? Nein. Tifa, hör mal. Wir müssen nichts bereuen, was wir getan haben. Uns bleibt nur eins. Unbeirrt weiterzumachen wie bisher. Komme, was wolle. Das Feuer in uns brennt weiter. Ja. Aber sieh dich um.
Nicht nur nach vorne. Sieh dich richtig um. Barrett, wach auf. Die Leute haben Angst. Durch den Sturz der Platte benötigen viele Menschen in den Slums deine Hilfe. Wenn du das Shinra-Gebäude einmal betreten hast, kannst du ihnen jedoch nicht mehr zur Hand gehen. Versuche also vorher, möglichst viele Aufträge zu erledigen. Wenn wir Leute in Schwierigkeiten bringen, sollten wir... Okay, wir bewegen uns also auf Le Grande Finale zu. Die Platte abgestürzt ist? Ja. So, Mithril-Stab. Oh, ich bin arm. Okay, kann ich auch verkaufen? Kann nicht verkaufen? Was ist das für ein RPG? Verdammt. Ein Materia besetzter Armreif, der vor Magie schützt. Okay, aber der hier ist cool, der ist Zauberreif. Aber werden wir auch so finden. Achso, ich habe einen davon im Besitz. Oh, nein. Der Mithril-Stab war wichtig. Die Welt wird immer gefährlicher. Jeder braucht eine gute Waffe. Lass mich erstmal zu den Kindern gehen, bevor ich helfe. Wo sind sie nur hin? Das heißt, jetzt erstmal noch ganz gechillt ein paar Leuten helfen und dann geht's ins große Finale, ja? Hallo! Kundschaft, Kupo! Hast du neue Sachen? Atomschere. Ah, für den Nahkampf konzipiert. Greift den Gegner mit Steil. Ah, okay. Ja, gut. 7 Stück. Mogri-Mörser. Ein Mörser für das Anmischen von Arznei, den Mogi einmal manchmal im Angebot hat. Okay, nehme ich. Und ein Froschring. Versetzt während Kämpfen automatisch in den Zustand Frosch. Was? Wer sollte das denn haben wollen? Ich bin Sammler. Na gut, wir müssen da auf jeden Fall hin und noch für unsere beiden die nächsten Ultimates holen. Atomschere. Wunsch dir glücklich, Kupo. Ja, und du? Vielen Dank für den Besuch, Kupo. Ich will nur glückliche Kunden, Kupo. Hast du. Ja, geh weiter, Cloud. Geh doch einfach weiter. Vielleicht kommen wir doch nochmal da hinten hin. Ich weiß noch nicht, wozu der Mörser ist, aber wir werden es herausfinden. So, zu dir zuerst. Cloud, ich würde mich sehr freuen, wenn du mich auch weiterhin unterstützt. Na gut. Na, natürlich hast du hier nichts. Geringer TB-Boost für Gefährten nach 2 gleichen Kommandos in Folge. Habe ich nicht. TB-Schock. Geringer TB-Aufladungsboost bei geschockten Gegnern. Okay. Nehme ich auch mit. Oh, sonst war es das, ne? Ich freue mich auf weitere Daten zu meinen Kampfberichten. Jojo. Oh, Cloud! Hast du Mugi und die anderen gesehen? Sie sind sicher auf ihrem täglichen Rundgang. Ich hätte ihnen sagen sollen, den heute ausfallen zu lassen. Falls du die Kinder siehst, könntest du ihnen sagen, dass sie zurückkommen sollen? Du erkennst sie an ihren... Ich glaube, ich weiß schon. Bleib du mal ruhig hier. Warte hier auf die Kinder. Okay? Ja, wird gemacht. Vielen Dank für eure Hilfe. Die verschwundenen Kinder. Wir müssen hier auch irgendwo in der Nähe sein. Könnten wir nochmal zum Materia laden, ne? Stimmt. Den könnten wir auch abklappern in den Städten. Ja. Wo war der nochmal? Oh, ja. Ist was? Hier, ne? Hast du von dem Unfall in Sektor 7 gehört? Nee, natürlich. Ah, nee, die haben auch nichts.
Ja gut, muss ich beim anderen gucken, ob er noch irgendwelche Materie blauen Sachen hat. Katastrophe den Unterschied ausmachen. Ja, wo sind die denn? Habe ich irgendwie ein Gebiet, wo die sein könnten? Verschwundene Kinder. Was soll ich nur machen? Ja, komm, fragen wir ihn auch nochmal. Oh, du bist doch Aeris Bodyguard, oder? Ich brauche dringendst Heilkräuter und wollte Aeris bitten, mir wieder welche zu besorgen. Wo ist sie denn heute? Seit dem Unfall in Sektor 7 kann ich gar nicht genug Medikamente herstellen. Ich brauche noch viel mehr, doch mir sind die Zutaten ausgegangen. Was benötigst du denn? Hilfst du mir etwa bei der Beschaffung der Zutaten? Ich danke dir im Namen aller Slumbewohner. Das sind die Sachen, die ich brauche. Okay, geheime Medizin. Müssen wir die selber finden? Schauen wir mal. Doch, war richtig. Gegenstände, Schlüsselgegenstände, Notiz des Arztes. Mogrimörser haben wir. Behemothhorn, erhältlich im unterirdischen Labor. Heilpflanze, erhältlich bei Aerith. Wie soll ich denn da... Wie soll ich denn... Okay. Also ich kann nur tippen, dass es damit gemeint ist, bei ihr zu Hause. Da ist das Zimmer jetzt offen. Das ist bei Aerith im Zimmer. Esper-Talisman. Ah, ich wollte gucken hier. Esper-Talisman da. Stärkt gerufene Esper. Okay. Ansonsten hier? Nicht, also geht das überhaupt? Weil sobald wir das Gebäude betreten, können wir denen doch nicht mehr helfen. Alles so ein bisschen suspekt. Na, ich laufe mal zurück. Vielleicht kommen wir bis zur Kirche. Hallo, was ist das denn? 200 Geld, danke. Noch mal jemanden beklaut. Okay, ich würde sagen, wir gucken erstmal hier nach den Kindern, bevor wir weiter zurücklaufen. Oh, 1000 Schritten. Wie sieht's bei dir aus? Ach, Cloud! Du kommst gerade richtig. Erinnerst du dich an Kistenkrieg? Es ist jetzt noch schwerer. Damit bereiten wir uns aufs Kämpfen vor. Wenn man sich nicht verteidigen kann, hat man es in dieser Welt schwer. Auch als Kind. Kisten reichen uns zum Üben langsam nicht mehr. Vielleicht sollten wir gegen echte Ungeheuer antreten. Das klingt nach einer sehr dummen Idee. Was hast du gesagt? Wir haben alle viel mehr Punkte im Kistenkrieg als du. Oh. Übertriff das und wir hören dir vielleicht zu. Okay, normal. Okay. Nein. An unseren Rekord kommst selbst du nicht ran, Cloud. Okay, gucken wir uns mal das Schwere an. Wir müssen einen neuen Rekord aufstellen. Das ist doch der Sinn. Schwierig. Elixier, Mondsichel-Talisman, Transfermodul. Okay, Mogri-Medaille. Okay, gucken wir uns das Ganze mal an. Uff. Ich sehe schon. Aber das kriegen wir hin. Vielleicht nicht in der ersten Runde. Aber bestimmt auch so. Genug. Wir machen das Ganze nämlich hier irgendwie rückwärts gerade. Aber hier ist überall noch Zeit. 6000 Punkte habe ich schon. Den lasse ich mal stehen. Okay, dann laufen wir hier rüber.
neben den nächsten. Los! Verschwende! So, und hier versuche ich mal was anderes. Und zwar. Achso, ich habe nur die beiden. Lol. Und tschüss! So, okay. Wir nehmen zuerst die Kleinen hier. Mal gucken, ob ich es schaffe. Ich weiß, ich kümmere mich viel zu viel um die Kleinen. Aber wir haben 20. Jetzt gibt's Dresche. Das war's. Und tschüss. Na, scheiße. Doch allein schon dafür 10 Sekunden. Das war's. Los geht's. Abschaum. Nee, okay. Na, 22. Probier's halt nochmal. Haben wir schon mal einen Teil geschafft. Ja, easy geschafft. Würde ich sagen. Ich hab beide Punkte. Und tschüss. Los geht's. Aber hier gehe ich auch nochmal durch. Hol mir nochmal die 10 Sekunden. Verschwende. Zack, 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 zack. So nochmal. Ich habe alle Timer einfach mitgenommen. Das wird wehtun. Von daher. Easy. Ja, cool. Zack, hier noch ein paar Punkte, da noch ein paar Punkte. Ich habe da voll viel stehen lassen. Ich bin einfach durchgerannt, wie ein Bekloppter. Okay. Wahnsinn! Das schaffen wir doch nie, so stark wie du zu sein. Als echte Heldin musst du das lockerer sehen. Wer Spaß an einer Sache hat, kommt auch durch. Die stärksten Leute machen das alle so. Alles klar. Danke, Cloud. Wir können echt viel von dir lernen. Komm doch mal wieder vorbei. Wenn ich Lust dazu hab. Okay, Transfermodul. Oh, Kistentrophäe. So, was ist denn dieses Transfermodul-Ding ins Kirchens? Lädt dem Benutzer von ATB-Einheiten die Limitleiste auf. Achso, lädt beim Benutzen der ATB-Einheiten die Limitleiste auf. Das ist cool. Ich weiß noch nicht, wem ich es geben werde, aber irgendjemanden bestimmt. Ansonsten Zauberreif, ja. Ja, cool. Dann gucken wir hier mal nach den Kids. Okay, hier sind sie schon mal nicht.